Ah, Errungenschaft, jetzt hast du es geschafft. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich kann es nicht glauben. Das ist unglaublich. Was hat geklappt? Aber wo bin ich? Ein Flur? Definitiv nicht die Schule. Das ist unglaublich. Wie kann es funktioniert haben? Es macht keinen Sinn. Ich war im Klassenraum eine Minute vorher. Bin ich verrückt geworden? Das ist so exciting, aufregend. Ich kann nicht glauben, es hat funktioniert. Wenn ich hiervon aufwache und es hat sich, stellt sich heraus, dass es ein Traum ist, na, es wäre eine Enttäuschung. Okay, ich muss auf jeden Fall diesen Ort auschecken. Ja. Ich will speichern, danke. Okay, wir sollen uns hier umschauen. Ja, sieht. Fragezeichen. Okay. Gottes. Hier ist eine Tür, die verschlossen ist. Noch eine Tür, die verschlossen ist. Gott, warum? Oh, ein Spiegel. Laufen hier immer im Kreis. Wir laufen immer im Kreis. Eine normale Tür. Oh, verschlossen. Warum sind die alle verschlossen? Hier war noch eine Treppe. Hä? Diese Spiegel an der Wand sind fast schon beruhigend. Aber in einen Spiegel in diesem Ort zu blicken. Mädchen? Nein. Ist, als würde ich nur darauf warten, gejumpscared zu werden. Nein. Das ist komisch. Habe ich hier. Bin ich hier schon durch? Ja, bist du. Bin ich? Muss irgendwas sein, was ich verpasst habe. Eine schwarze Substanz tropft von oben herab, herunter. Was auch immer es ist, es sieht eklig aus. Nochmal ein bisschen von der schwarzen Substanz. Dieses Zeug macht mich, lässt mich unwohl fühlen. Was, was, wenn es lebendig wird? Nee, das ist nichts anscheinend. Oh, warte. Das ist nicht normal. Warum können wir so viel rennen? Bin ich verloren? Ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Flur so lang gewesen ist. Schlüssel. Tick. Ja. Du hast einen einigermaßen normal aussehenden Schlüssel erhalten. Können wir damit da hoch? Ah, ne, warte, Tasse. Okay. Hä? Was ist das? Bin ich wieder zurück in der Schule?
Sieht nicht ganz so aus wie deine Schule. Lass uns um etwas Spaß haben, oder? Unterhalte mich für eine Weile und im Gegenzug erhältst du nichts. Hä? Wer redet? Weißt du überhaupt, wo du bist? Du hast eine Reise ohne Rückkehr in die Hölle gebucht. Wo bist du? Also, wenn du mir nicht hilfst, dann sei still. Ich werde wieder gehen, sobald ich gefunden habe, weswegen ich hier bin. Da wir keinen Stamina-Balken haben. Oh. Unverschlossene goldene Briefe sind überall auf dem Boden. Sie haben unterschiedliche Ritualtitel. Das Spiegelritual, das Ritual des Brunnens, das Busritual, das Dreiraumregal. Das ist das, was ich gemacht habe. Die kommen alle in goldenen Briefen. Funktionieren sie alle? Ich sollte hier hineinschauen, wenn ich heimkomme. Wenn du heimkommst. Du denkst, du kannst gehen? Nun, dass du bewiesen hast, dass diese Rituale funktionieren, hast du keine Möglichkeit, wieder zurückzugehen, um es allen davon zu erzählen. Dieses Wissen wird mit dir sterben. Das ist eine Lüge, oder? Du versuchst nur, mich zu erschrecken. Bist du verloren? Oh Gott, ich habe keinen... Du solltest aufgeben, du wirst diesen Ort nie verlassen. Oh mein Gott! Deine Mutter wird erschüttert sein, herausfinden, dass sie nun komplett alleine ist. Kein Ehemann. Keine Tochter. Jeder hat sie verlassen. Wie traurig. Wie wagst du es, sowas zu sagen? Du weißt nichts über mich. Uff. Du konntest deinen Vater damals nicht auf Wiedersehen sagen. Und jetzt kannst du deine Mutter ebenso nicht auf Wiedersehen sagen. Autsch. Was, wenn ich dir sagen würde, dass jemand, den du kennst, hier mit dir drin ist? Würde dich das Hoffnung schöpfen lassen? Erleichterung? Ich weiß, du denkst, du kannst mit ihnen entkommen. Aber diese Rituale haben keinen Weg zurück. Sie wurden so entwickelt. Letzten Endes... Warum würdest du deinem Opfer einen Ausweg geben? Oh mein Gott, warum sind die alle so gruselig? Ah! Oh Gott, ich bin gerade so zusammengezogen. Cat, ich weiß mehr über dich, als du denkst. Lass mich dir etwas zeigen. Oh, okay. Hä? Das ist... Bücher und der psychologischen Entwicklung von Menschen in bestimmten Umgebungen. Auch ein Notizbuch mit Kritzeleien.
Well of Soul from Avil Below the Odd. Follow instructions envelope. It's very hazy to read. Science books. Whoa! Ich hatte eine Bewertung gesehen, dieses, ja, keine Jumpscares. Bitte. Wo sind denn keine Jumpscares? Was ist das für ein Ort? Eine Zeichnung einer vagen Erinnerung. Also, was denkst du? Ich kann alles sehen, was in deinem Kopf ist. Sollte es wirklich ein bisschen dir mehr Mühe geben, mehr lebendig zu sein? Du hast nur, bis ich entscheide, dass ich fertig mit dir zu spielen bin. Und dann snap. Wow. What the fuck? Oh my God. Ja. Schön. Wie würde es dir gefallen, wenn du hier gefangen bist, bis du stirbst? Ja. Vielleicht tust du nun rückblicken auf deine idiotischen Entscheidungen. Hallo, wir haben die beschützende Rune. In der Zwischenzeit werde ich dir zuschauen, wie du da schimmelst. Halt die Klappe, das ist genug. Wer immer du bist, geh aus meinem Kopf raus. Mein Leben ist meine Angelegenheit. Meine Entscheidungen sind meine alleine. Lass mich hier raus. Ich weiß, hier ist ein Weg raus. Da ist einer zu sein. Bitte. Ich will nach Hause. So ist es besser. Oh, Kat sieht nicht mehr so gut aus. Ich bin zurück in diesem Flur. Ich mag das nicht. Ich muss hier raus. Entkomme an diesen verfluchten Ort. Irgendwie. Hier, oder? Diese Tür ist offen. War sie nicht verriegelt? Alles andere ist verschlossen. Ich habe keine andere Wahl. Well, das sieht mehr aus wie Blut. Er werde ein geköpfter Leichnam. Das ist Pony. Weil wir ihre Haare genommen haben? Das kann nicht sein. Wie kann das sein? Ich habe sie erst vor einer kurzen Weile gesehen. Ich verstehe das nicht. Holy shit. Ehrlich? Weil wir ihre Haare genommen haben? Oh, warte. Nee, nicht weil wir die Haare genommen haben. Ein blutiger Leichnam. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das
Das kann nicht echt sein. Ist das nicht echt? Nicht wahr? Okay. Ja, pretty good. Ein blutiger Leichnam. Die untere Hälfte fehlt. Ich? Das ist meine Schuld. Warum die waren auch da? Okay. Warum habe ich nicht so viel, dass das ein Exit ist? A welcoming door. Eine willkommene Tür. Sie ist verschlossen. Ich muss hier raus. Die Tür. Ich kann gehen. Nehme ich nicht an. Ich kann heimgehen. Es sieht jetzt nicht so. Ich will nicht sterben. Was waren das für Geräusche? Holy shit. Okay. Das echte Ende. Irgendwas. Holy moly. Ich habe gerade echt sogar ein bisschen ich habe sogar Gänsehaut. Ich habe meine ganzen Härchen an den Arm stehen ab. Okay, ich wusste ja schon vorher schon von den Zeichnungen, hat mich das schon gepackt, weil es ist halt echt richtig schön gezeichnet. Und die Lösung war recht simpel, aber irgendwie packt das Eindruck komplett. Ich war jetzt irgendwie drin und wollte jetzt wissen, wie es weitergeht. Und ich frage mich besonders, was waren die Entscheidungen? Also die Runen konnten wir uns doch anders entscheiden, aber was war es noch für das? War das Rennen vielleicht auch eine Entscheidung, die irgendwas beeinflusst hat? Die Runen waren aber was waren? Wurden wir jetzt beschützt von der Rune, weil wir sie haben? Ich hatte jetzt nicht so ganz das Gefühl, wir wurden beschützt. Obwohl, vielleicht war das andere Ende noch schlimmer. Okay, hier bin ich definitiv gespannt, wie es weitergeht. Oh, süß. Yay, ich hoffe auch, dass Kapitel 1 bald kommt. Alter, das war echt. Also, es ist sehr vielversprechend. Die Steuerung war auch gar nicht recht einfach zu verstehen. Man konnte Leertaste Enter oder E nutzen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Uiuiui. Okay. Dann. Oh Gott, ich bin jetzt irgendwie immer noch gefangen. Wann kommt das erste Kapitel raus? Muss ich mal irgendwann schauen. Okay, die Version, die ich jetzt gerade spiele, ist von 21. Ich bin so gespannt. Jo. Schreibt mal in den Kommentaren, wie euch gefallen hat. Hat es euch auch irgendwann so ein bisschen gepackt? Weil ich glaube, ich war irgendwann, wurde ich leider ein bisschen schneller, Entschuldigung. Aber ich wollte wissen, was ist, und die ganzen Rätsel waren auch irgendwie voll cool. Okay. Ja. Habt ihr das schon gespielt? Also ich würde es definitiv empfehlen. Und wenn ihr es spielt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr für ein Ende habt. Ich hatte jetzt das echte Ende K1. Ja. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und den roten Button, da steht so Abonnieren drauf. Wäre richtig cool. Würde Rosa und mich freuen.
Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Bye, bye.